Ho, ho, ho. Der Datum weiß ich jetzt nicht, weil ich plötzlich überrascht bin. 7., 8., 9., 10., 11. oder 12. ist es so völlig wurscht. 4. oder 5. Tag. Die Nase sagt, es ist soweit. Also, guck's dir bitte an. Hier, so ein ganzer Sack. Der Prominente im Sack. Unten alles voller Sprossen. Also. Plotsch ist schon ein bisschen nur Radieschen. Hier nur Brokkoli. Was ist das hier? Linsen und Radieschen. Und hier Panchpuren, Mix und Ajwin. Das sind, ja, wie heißt denn das? Das sind indische, ist eine indische Gewürzmischung. Gewürzmischung, Gewürzmischung, die gefällt mir. Gemürzmischung. Ja, hier, und das ist, das sind halt die Erbschen. Und die kommen jetzt in, die werden sauer eingelegt. Weil Böhnchen, die haben die Eigenschaft, schnell umzukippen. Die wollen, ja, kommen mit der Säure und so, muss man, ist, weil die Schale meistens noch dran ist. Aber da sind halt die ganzen guten Sachen drin und die Keime eben. Und wenn ich dir dann Essig eingelegt habe, dann ist immer noch genug. Also aus einer Handvoll Sämereien kommt so viel Zeug raus, dass ich ja nicht fassen kann. Und das ist ja zweimal am Tag spülen und aus wegschütten das alle Wasser. Und da ist keine Blumenerde dran, da sind keine Keime dran, da ist keine Vermuppelung und die volle Kanne Pflanzenpower. Und heute kriegt man eine Kressesuppe, die sich gewaschen hat. Aber richtig, hier mit Radieschen, die rote Farbe von den Radieschen. Und dann mache ich noch Meerrettich dran. Und dann habe ich wieder meine berühmte Meerrettich-Radieschen-Kombination und die guten beiden Stoffe. Ich weiß den Namen einfach nicht. Muss mir eine Eselsbrücke machen. Ich habe so viele Dummheiten noch in meinem Kopf. Ja, das möchte ich. Tüdelü.